für 5 Stunden gebaut, dieses Spiel. Sieht wirklich, wirklich krass aus. Und einmal hat es mich schon erschreckt. Wirklich. Oh Gott, ist das... Weißt du, und da sagt mir wer, was ist denn das für eine scheiß Taschenlampe? Was ist denn das für eine Taschenlampe? Ja, vor allen Dingen siehst du mehr als ich. Also ich sehe nicht viel. Nee, und ich sehe auch nicht. Ich sehe hier nicht. So, okay, schau mich mal hier um. Hier haben wir Sicherungskasten. Wie heißt jetzt das Game? Das ist Scariest Game? Scariest Game. Okay. Hello. Ey, du siehst ja hier nicht die Hand vor Augen. Ich sehe, also, ja. So, wir sind anscheinend in irgendeinem Keller. Benny, die Frage an der Stelle, kennst du es? Nein. Nein? Also, Chat, kennt ihr das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Kannst du mir nicht vorstellen. So, hier ist ein Boiler. Ein schöner Ofen. Mutti sagt, sie kennt's auch nicht. Sie hat mich jetzt auch. Oh, oh, oh! Mann! Oh! Ja. Was war denn das jetzt für ein Schwabbelbauch, der auf einmal da vor uns aufploppte? Das war das, was Benni gerade sagte, solltet ihr jetzt nicht sehen, irgendwie. Das ist aus meinem letzten Urlaubsvideo. Da war ich in Loretta Mar und hab mir ein bisschen den Bauch verbrannt. Das haben wir hier. Oh, ja, mal, komm, oh. So, und sowas kam vorhin auch, als ich mich erschrocken hab. Sauer, okay. Ein. Hossa. Ja, huch. Na, sowas. Ey. So, ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ist unsere Intention? Wahrscheinlich einfach zu entkommen. Ja, wenn wir mal wissen würden, wo wir überhaupt sind. Okay, es ist schon mal so ein Keller, wo ein Gefängnis drin ist. Das hat schon erstmal eine Tüte zu heißen. Ich kenne auch keinen irgendwie, der so ein Gefängnis im Keller hat und ein cooler Typ ist. So, kann ich irgendwas machen? Ich glaube nicht. Hm. Kann auch nicht rennen und nichts. Also, was man ja schon mal sagen muss, klar, ist eine Demo, aber man hört halt nur die Füße. Nee, das ist ein vollwertiges ist Spiel. Ja, ja, das ist, also, es ist jetzt halt ein Minispiel, also das ist aber soll keine Demo sein. Stand nicht so in der Beschreibung. Okay. Einfach nur, dass er in 5 Stunden gemacht hat. Ja, aber so ein bisschen atmosphärische Musik irgendwie so dahinter packen wäre auch schön gewesen. Genau. La 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 la. Ach. Oh, und ein riesengroßer Schlüssel. Aber was für einer? Du hast den Schlüssel zur Stadt erhalten. Dave schreibt gerade, ich habe so ein Gefängnis im Keller, aber ich bin einer der Guten, versprochen. Dave, immer wieder Dave. Was? Gruselig, Dave. Sehr, sehr gruselig. Oh. So. Ja, wie? Schön. Du wolltest Musik, jetzt hast du Musik. Das ist ja toll. Hallo? Ich höre zum Glück nur ein bisschen was, nicht viel. Ja, ich habe auch nur so ein Schnäuzen gehört. Nase putzen oder... Ach so, ist der Sessel. Oh. Ah, okay. Hier ist wahrscheinlich das Schloss. Okay, Schloss ist weg. Hallo? Noch ein Gefängnis. Dave, hast du auch 2 Gefängnisse im Keller? So, ich weiß nicht, ob ich die Antwort wissen möchte von Dave. Ja, stimmt eigentlich. Oh. Können wir uns verstecken? Können wir irgendwas tun? Nee, mit den Spinnen können wir auch nicht interagieren. Alter, ist das groß hier? Was ist denn das für ein Riesenkeller? Warum leuchtet es da hinten so schön rum? Da bewegt sich was. Also minimal kann man es erkennen, ja. Nope. Was ist... Dafür reicht das Gefängnisbudget nicht. Ja, das, wer kennt's denn nicht? Wer kennt's denn nicht? Wir müssen doch alle irgendwie gucken. Mit dem Haushaltsgeld. Ah. Okay, also da ist irgendwas. Ja, soll ich da hingehen? Ja, mach doch mal. Ach, jetzt, Benni, ja, mach die doch mal hin. Hey. Na, bin ich ja da hing. Na, jetzt ist da auch noch Licht aus. Warum? Wie? Warum? Okay. Ich geh mal hier in die Ecke.
weiß nicht, ob das so gut ist. Naja, kannst du nur von einer Seite kommen. Helfen oder hindern? Warum ploppt ihr im Stream bei mir helfen oder hindern auf? Das ist nette. Ey, aber keine Ahnung, das Spiel ist ja eigentlich aus. Eigentlich durfte nichts mehr kommen. Das ist gar kein Problem. Oh yeah! Everything is fine in the basement and there is definitely nothing paranormal. Den Rest konnten wir lesen. Was stand da? Warum kommt jetzt so eine Mucke? Also keine paranormalen Aktivitäten? Ja. Oh, das Gitter ist kaputt. Das ist ja schau. Das ist ja schau. Okay. Alter, ich sehe auch nichts hier. Nicht! Warum ist. Nein, ist jetzt hier was ausgebrochen? Nein! Aber Steven, warum bist du denn da hingegangen überhaupt? Also, hättest du nicht machen müssen. Ja. Really? Echt jetzt, Benny, das hilft halt. Echt jetzt! Es ist so groß und so duster. Oh Gott. Falls ihr irgendwo schon war, bitte sagt das. Ich bin relativ schlecht, was Orientierung angeht. Wird der immer langsamer oder was? Vielleicht mal go erstmal ein bisschen Bubu hier auf dem Sofa. Sieht gemütlich aus. Könnt ihr erstmal ein Schläfchen machen, wa? Ja. Kann man auch sein lassen. So, was. Alles normal im Keller, definitiv. Trust me, Bro. Keine paranormalen Aktivitäten. Zeit zu gehen. Stand da. Okay, Zeit zu gehen. Haben wir irgendwo. So, hier bin ich drin und bin nach da gelaufen. Und hier ist. Nichts. Wo war denn jetzt noch eine Tür? Konnten wir noch irgendwo raus? Ich weiß es nicht. War hier noch eine Abzweigung, Benny? Mann, Alter, schleicht der jetzt? Was macht der? Ich habe jetzt gerade mal die Erweiterung deaktiviert, damit nicht nochmal gefragt wird. Achso. Ja, halt immer. Oh, oh, oh. Shake, shake, shake. Shake the booty. Ja, ist unangenehm. Ist wirklich unangenehm. Ah, siehst du? Also, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel irgendwie. Dasselbe hatten wir schon mal in Under. Dieses Monster. Kannst du dich daran erinnern? Hatten wir das? Ja. Ah, ist mir wurscht, ist mir wurscht. Hallo, kleiner Mann. Mhm. Ja, ist ein ordentliches Zitterknie. Ja, ist der neue Dance Move. So, na, kann ich jetzt einfach. Oh! Fuck you, ey. Ey, obwohl man davor stand, irgendwie habe ich trotzdem Gänsehaut. Es, wirklich, das hat mich jetzt trotzdem ein bisschen gekriegt. Ja, also für mich hat es vollständig gekriegt. Auch wenn er da so schön rumgewackelt hat, nur. Achso, jetzt sehe ich wieder zu der Leiter, wo wir herkamen, oder was? Weiß ich nicht. Also wenn er sagt, let's go out. Na denn? Let's go out. Also you got out. End. Ja. Also der Abspann war episch. Würde ich sagen an der Stelle. Haben wir gewonnen oder überlebt? Oder beides? Ich glaube ja. Wir haben gewonnen. Wir sind dem Dave'schen Folterkeller entkommen. trotz dem Mallorca-Tanz.